So, willkommen zu einer neuen Trink-Challenge für alle, die es noch nicht gesehen haben. Also ich erkläre nochmal die ganze Geschichte. Wir wollen heute nämlich nochmal einen draufsetzen, nochmal eine Stufe höher gehen oder wie Adi eine Stufe runter gehen. So, wir können mal wieder hier rüber gehen. So, der Natururin hat eine Challenge gemacht, hat ein Glas Gurkenwasser auf Ex getrunken, hat ein Glas rote Beete-Wasser auf Ex getrunken, hat ein Glas Wurstwasser auf Ex getrunken. Ich habe mich dann hingestellt, habe das alles vermischt, habe rote Beete, Wurstwasser und Gurkenwasser alles in ein Bottich gemischt, habe das zusammengetrunken auf Ex. Ich hatte ungefähr 600 Milliliter dann. Ich habe gedacht, gut, du musst jetzt nicht die größten Gläser nehmen, sonst passt das vielleicht nicht mehr in den Messbecher, wenn du von jedem einen Liter hast oder so. Es kommt ja darauf an, dass du das vermischt und dann so eine Menge raus hast, wie er aus einem Glas hatte, nur dass es eben drei verschiedene sind. Jetzt wusste er meine Menge nicht, hat auch gekauft, ist auch los. Ich habe ihn ja nochmal nominiert, dass er das eben auch zusammen trinkt, alles gemischt. Er hat statt 600 Milliliter dann 800 Milliliter gehabt, also 200 Milliliter mehr als ich. Das hat 800 Milliliter. Also 200 Milliliter mehr als was Ramses gemacht hat. Jetzt rote Beete, Gurken und Wurstwasser auf Ex-Ramses Schalenge. Ich würde sagen, ab 1 Liter wird es dann richtig schwierig. Das war schon gut, ne? Aber wer noch mehr schafft, wer da 1000 Milliliter schafft, also 1 Liter auf Ex, also Hut ab. Und ich wollte mich natürlich nicht lumpen lassen, bin jetzt extra los. Heute ist auch Raid Day mit Schlurp, aber man braucht natürlich ein ausgewogenes Frühstück, habe ich mir gedacht. Bin aufgestanden, bin mal direkt zum Rewe gegangen, habe mich mal schlau gemacht und habe mir heute nochmal was besorgt. Und zwar von Hainig rote Beete in Scheiben diesmal, mit den Gewichten sogar, Füllmenge 670 Gramm, Abtropfgewicht 430 Gramm. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, das machen wir mal auf. So, wir wollen darauf achten, dass wir ungefähr die gleiche Menge an jedem haben, füllen das jetzt ein. Wir brauchen also ungefähr, sagen wir mal, 300 Milliliter davon. Wo habe ich das denn? Das sind die Grammzahlen. Ich muss es mal hier rumhalten und jetzt hier einfüllen, dass ich ungefähr also 300 Milliliter habe. Toll. Jetzt fliegen da auch noch die rote Beetescheiben mit rein. Beim letzten Mal hatte ich Kügelchen. Jetzt weiß ich, wieso der extra seinen Deckel da dran gehalten hat, damit das eben nicht rausfällt. Ich halte auch mal den Deckel dran und versuche den Rest noch einzufüllen. Gibt auf jeden Fall eine schöne Sauerei. Wir sind jetzt ungefähr bei 250 Milliliter angekommen. Also die 300 sind noch nicht erreicht, aber ich muss sagen, rote Beete findest du sehr schlecht in einem riesen Glas. Das ist das größte Glas, was ich gefunden habe, mit 670 Gramm Füllmenge. Wenn ihr da größere habt, dann mein Glückwunsch, ich leider nicht. Ich habe mir natürlich auch wieder den Eimer heute mitgebracht, denn heute will ich es wissen. Von 600 auf 1000 ist schon ein Unding. Dann habe ich mir natürlich Bockwürste gekauft und ich wollte erst, wie Natururin, diese Deutschländer mitnehmen, weil die ein relativ großes Glas haben, für 3 Euro noch was. Und dann habe ich diese hier gesehen, Dörfler Bockwurst im Schweinedarm. Und dann ist mir aufgefallen, die haben eine Füllmenge von 980 Gramm und ein Abtropfgewicht von 540 Gramm. Die Differenz ist also ungefähr 400 Gramm und bei 400 Gramm rechne ich also mit so ungefähr 400 Milliliter. Und bei den Deutschländern, selbst im großen Glas, waren das nur ungefähr so 300 Milliliter. Also habe ich die Dörfler Bockwürste mitgenommen und mein Gott, die haben sogar statt 3 Euro 4,70 Euro gekostet. Dabei dachte ich immer, Maika Deutschländer ist einfach die Marke, auf die es ankommt. Die machen wir jetzt aber auch mal auf. Wollen jetzt mal füllen, wir sind jetzt bei 250, also
theoretisch bis 600 könnte man jetzt das erstmal nachfüllen. Das müsste ja gehen. Ich glaube, hier tropft auch nichts. Also hier kommt die Wurst auf jeden Fall auch nicht hinterher. So, das müsste jetzt ungefähr auf 600 sein. So viel hatte ich beim letzten Mal. Ihr seht, das ist im Prinzip gar nichts. Wie viel haben wir denn hier noch drin? Es ist noch, bis hier ist noch Wurstwasser drin. Wir müssen aber erstmal mit dem Gurkenwasser nachlegen. Und da habe ich mir auch von Heinig einen Gurkentopf besorgt. Und der hat es in sich. Es gab nämlich den von Ja. Der war ja natürlich günstiger, aber anstatt den günstigen zu nehmen, habe ich den von Heinig mitgenommen. Der ist nochmal größer, der hat insgesamt 1550 Gramm und immer noch 850 Gramm Abtropfgewicht. Wir füllen jetzt erstmal auf. Oh, Junge, ich krieg den Gurkentopf nicht auf. Adi, hilf mir doch mal, guck nicht so. So eine Scheiße. Oh, und alles auf die Hose geschwappt. Wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Den müssen wir jetzt auffüllen. Von 600 auf 1000. Ich stelle den Becher mal hier hin. Ihr seht den ja. Muss gucken, dass da nicht so viel daneben geht. So, es ist natürlich etliches runtergesaut. Wir haben auf jeden Fall jetzt den einen Liter erreicht. Wie schmeckt das jetzt? Wollen wir noch ein bisschen Gurkenwasser nachschütten oder ein bisschen Wurstwasser? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Gurken werden nicht so schnell verbraucht wie das Wurstwasser. Dass die Gurken also noch ein bisschen in der Brühe schwimmen, ist vielleicht eine gute Sache. Die Würste würde ich dann wahrscheinlich alsbald essen. Und das ist ja nicht mehr so viel wie bei den Gurken. Also haue ich den Rest von dem Wurstwasser jetzt auch noch hinterher. Außerdem finde ich ja, dass das Wurstwasser eh das ekligste ist. Das hauen wir jetzt also auch noch mit rein. Bis das Ding voll ist. Wunderbar, so sieht das doch gut aus, so macht das was her. Das stellen wir mal hier oben ab. Och Adi, schmeißt doch nicht alles runter. Ihr seht, hier war auf jeden Fall die, wo ist es denn? Ich sehe überhaupt nichts, jetzt muss ich aber aufpassen. Hier war die 1 Liter Marke. Wir sind jetzt hier oben drüber, hier war 900. Mein ganzes Bein zittert schon, hier vorne läuft es schon fast raus. Das dürften jetzt also 1100 Liter sein ungefähr. Wurstwasser, rote Beetewasser und Gurkenwasser. Mehr geht wirklich nicht, außer wir hätten einen größeren Behälter. Adi, jetzt kletter doch nicht an mir rum. Ah, lass mich los. Das wollen wir uns jetzt gönnen auf Ex, auf Natururin, auf dass er die Challenge so gut gemeistert hat, dass er mich auf die Idee gebracht hat, das zu vermischen, dass er mich getoppt hat, 200 Milliliter mehr geschafft hat und einen herausgefordert hat, sozusagen unterschwellig. Wer 1000 schafft, der muss doch geisteskrank sein. Und deshalb probieren wir jetzt die 1100 Milliliter rote Beete Gurken Wurstwasser auf Ex. Einmal steht da, falls irgendwas passiert, ihr wisst Bescheid. Los geht's. Da ist auch die Scheibe rote Beete wieder da.
Die kommt auch wieder zum Vorschein, die wir vorher vermisst haben. So, da seht ihr das. Huiuiui, mein lieber Scholli. Das Ganze natürlich auf nüchternen Magen, wo ich nicht weiß, ob das so gut ist. Die meisten sagen ja, wenn der Magen voll ist und ihr trinkt dann sowas, dann kommt ihr eher in das Gefühl, dass ihr euch übergeben müsst, dass ihr brechen müsst. Aber ich glaube, wenn ihr wirklich noch gar nichts im Magen habt und mit einem Schlag dann so viel auf einmal reinkommt, ist das auch nicht gerade von Vorteil. Ich glaube aber, es ist egal, wie man es macht, dass ihr seht, beides falsch, es ist beides verkehrt, man sollte einfach beides nicht machen. Lasst das also, macht das nicht. Ihr seht, mehr als ein Liter geht eh nicht. Jetzt fangen die Leute vielleicht an und holen ihren 2-Liter-Kanister raus und sagen, ich habe 1500 probiert. Aber irgendwo muss ja mal eine Grenze sein. Ich bin gespannt, wie Natururin darauf reagiert, was er dazu sagt, ob er das zugetraut hat oder nicht. Ich habe es auf jeden Fall jetzt weg. Wunderbar. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. So richtig pervers einfach nur. Ich finde es angenehm. Ich glaube, wenn man in den Tag starten will, gönnt euch mal so einen leckeren Drink, ne? Der baut auf jeden Fall, der baut auch Gehirnzellen ab, aber er baut auf jeden Fall auf, nämlich Druck im Magen. Und das ist wichtig, dass ihr schön mit einem vollen Magen in den Tag startet. Da ist leider noch ein Tropfen übrig geblieben. Ich muss jetzt sehen, was ich mit den Würstchen mache. Die 5-Euro-Würste, Alter, Dörfler. Gönnt euch Dörfler Bockwurst für 4,70 €. Noch nie so eine brutale Wurst gesehen. Und natürlich Grüße gehen raus an den Heinig Gurkentopf. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich den Rest noch da reinschütte und auch noch trinke, aber wir müssen es ja nicht übertreiben, oder? Müssen wir es übertreiben? Hier ist theoretisch alles raus, da ging nicht mehr raus. Wir wollen nur mal gucken, wie viel es noch wäre, wenn der Rest von dem Gurkentopf ausgeschüttet ist. Wie viel da noch übrig gewesen sind. Ihr wisst, 1100 Milliliter haben wir eben ungefähr gehabt. Ah, jetzt ist der Gurkentopf auch noch leer, beziehungsweise so gut wie leer. Jetzt tropft das ganze Gurkenwasser in die Heizung. Und wenn ihr hier nachschaut, habt ihr im Prinzip nochmal über 300 Milliliter reines Gurkenwasser. Das sind schon fast 350 plus die 1100, wären das also dann 1450 Milliliter. Das sage ich doch gern nochmal Prost, oder? Ihr wisst, der Körper braucht Flüssigkeit auf jeden Fall. Und ihr sollt jeden Tag viel trinken. 1,5 Liter habe ich jetzt ungefähr schon getrunken heute. So muss es gehen. So startet man in den Tag. Ramses im Beast-Modus. Ramses, die Gurke, jetzt neu in eurem Heimkino. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus, glaube ich. Ich werde das Video schnell beenden, bevor es noch böse ausgeht. Und alles gut, nein, alles passt, wunderbar. Wenn noch was ist, melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Ich denke aber, das passt so, ich lege mich jetzt einfach hin und werde nie wieder aufstehen, dann müsste das auf jeden Fall hinhauen. 1450 Milliliter getrennt, leider nicht auf Ex getrennt, aber ich merke wieder mal, Gurkenwasser ist einfach richtig deliziös, gönnt euch Gurkenwasser auf jeden Fall. Wer auch Bock hat mitzumachen, gönnt euch auch einen Liter Gurkenwasser, Rote Beete-Wasser, Wurstwasser gemischt. Also dann seid ihr auf jeden Fall dope as fuck. Und ja, probiert einfach alles aus im Leben. Ihr lebt eh nur einmal, deswegen macht einfach jeden Schnösel mit. Macht jeden Dreck mit, egal was andere sagen oder so. Solange es euch Spaß macht. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die Billig-Cola-Challenge muss ich immer noch machen.
Da hat er sich ja auch übergeben, deswegen bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und Surströmming steht auch noch auf der Liste, da muss ich aber noch warten, denn die Nice wollte da mitmachen oder wer noch sonst da mitmachen will, dass wir uns da vielleicht zusammenraffen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Hervorhaut, euer Ramses.